Hallöchen und guten Morgen zu eurem Tagesorakel. Wir schauen hinein, was die Karten uns verraten. Ich ziehe einfach mal 4 Karten raus und hoffe, dass ihr schon mal gut in diese Woche startet und auch ein bisschen vielleicht bereit seid für den Neumond, der kommt. So, okay. Da haben wir erstmal hier jetzt die Wolken dabei. Das sind Ängste, das sind Unsicherheiten, die wir ein bisschen überwinden müssen. Wir kommen aber in eine stabile Situation hinein, also in eine Gesundung. Es kann auch ein bisschen sein, dass du ein bisschen angeschlagen bist gesundheitlich. Es kommt aber die Kraft, eine helfende Hand auch dazu, eine männliche Person, die dich unterstützen wird. Und wobei wird sie dich unterstützen? Beim Überwinden von Hindernissen. Also auch hier wieder eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte, dass wir vielleicht ein bisschen holterdiepolter diese Woche beginnen, ja, und vielleicht ein bisschen unsicher sind, nicht ganz so standfest sind, vielleicht ein bisschen kraft- und saftlos sind im Energiehaushalt, aber wir können es überwinden. Und jetzt ziehen wir nochmal eine zum Schluss hier mit drauf und voilà, haben wir doch das Glück mit dabei, ja. Also es löst sich schnell auf. Die ersten Stunden des Tages sind eben so ein bisschen holprig, ja. Es kann auch hier immer wieder zu Verzögerungen, Verspätungen kommen, ja. Vielleicht auch auf dem Weg zur Arbeit, Stau, öffentlicher Verkehr, ähnliches, ja. Aber es sind nur die ersten Stunden des Tages und dann löst es sich sehr positiv auf und du wirst hier an mich denken, dass es ein positives Zeichen einer männlichen Person für dich geben wird. Mucho, mucho amor.